Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen etwas über die Aktivitäten zeigen in unserem Theorem. Das heißt, Sie können hier draufklicken. Was sind Aktivitäten bei uns? Das können Verkaufsprojekte oder einzelne ganz normale Projekte sein. Sponsoring-Projekte, wo Sie die ganzen Abfragen von Sponsoring-Anfragen abhandeln können. Dann sind es Akquisitionen von Neukunden, dann Kundenprojekte und so weiter. Das heißt, Sie können Formulare direkt in Ihre Webseite integrieren und die Daten dann über dieses CRM dann sammeln. Nun, bevor wir hier eine Aktivität eröffnen, ist es vielleicht wichtig, dass Sie zuerst die Einstellungen vornehmen. Das finden Sie auch wieder hier direkt unter dem Zahnrad, Einstellungen und hier bei den Aktivitäten. Sie können hier jetzt die einzelnen Kategorien festlegen, das heißt, Sie definieren die einzelnen Schritte innerhalb eines Projektes. Das heißt, wir machen hier mal ein Verkaufsprojekt. Sie können das speichern. Sie können jetzt hier darunter sagen, welche Schritte brauche ich. Das ist zum Beispiel die Akquisitionsphase. Dann haben wir vielleicht hier die Verkaufsphase. Dann vielleicht die Offertphase. Die Abschlussphase. Dann haben wir vielleicht ein Kundengespräch oder Besprechung. Kunde. Dann haben wir vielleicht eine Vereinbarung. Und zum Schluss warten auf Kunde. Ah, das Wichtigste habe ich noch vergessen. Das heißt nachfassen. So. Das sind die einzelnen Schritte, die können Sie per Drag and Drop verschieben, wie Sie möchten. Doppelklick, dann wird es alphabetisch sortiert. So können Sie verschiedene einzelne Kategorien festlegen. Sie können auch eine weitere machen, zum Beispiel die normale Projektarbeit, wenn Sie dann den Kunden gewonnen haben. Da nehmen wir mal Projekte und dann hier die einzelnen Elemente, die Stufen dazwischen. Das ist zum Beispiel die Situationsanalyse. Dann haben wir hier die Projektarbeit. Dann das Gesprächsjournal. Dann hier gleich warten auf Dritte oder warten auf Kunde. Vereinbarungen, je nachdem. Und so weiter. So haben Sie die einzelnen Kategorien festgelegt und jetzt können wir direkt beginnen oder starten mit den einzelnen Aktivitäten zu erfassen. Aktivitäten können Sie grundsätzlich auf der Organisationsebene erfassen oder auf Personen oder auch einzelne Aktivitäten direkt hier mit dem Pluszeichen erfassen. Wir fassen mal jetzt direkt eine unter der Organisation. Sie kennen die schon, EVH AG, und Sie haben die jetzt angeklickt. Die ist aktiv mit den einzelnen entsprechenden Personen und ich kann jetzt hier direkt eine Aktivität starten. Und Sie sehen hier schon, da wird automatisch die entsprechende Organisation hinzugefügt. Wir können jetzt dieser Aktivität einen Namen geben und sagen hier der EVH AG, wir möchten dieses Unternehmen als neuen Kunden gewinnen. Sie können diese Aktivität einer Person zuordnen, die dann auch verantwortlich ist. Sie können das auch einer anderen Person zuordnen und ihr dann eine Mitteilung geben, das heißt diese Aufgabe einer anderen Person zuweisen. Weiter können Sie dieser Aktivität ein Fälligkeitsdatum geben. Sie können sagen, jawohl, ich möchte den bis Ende November, sollte das gelöst sein. Hoffen wir doch. Und ich kann hier auch die einzelnen Beziehungen zu dieser Aufgabe noch definieren. Das heißt, ich kann hier Personen zuordnen, die in diesen Verkaufsprozess involviert sind und kann ihnen dann die entsprechende Rolle zuordnen. Jetzt spannend, Sie erinnern sich vielleicht noch unter den Einstellungen, kann ich hier jetzt die Kategorie auswählen. Das heißt, ich kann sagen, ist es ein Verkaufsprojekt oder ein normales Projekt. Wir wählen jetzt mal Verkaufsprojekt aus.
Je nachdem, welche Kategorie Sie ausgewählt haben, wird hier unten im Status auch die entsprechenden Schritte angezeigt. Das heißt, Sie haben jetzt Projekte ausgewählt und schauen mal nach, was da kommt. Das sind genau diese einzelnen Staaten, die wir hier definiert haben unter den Einstellungen. Wenn wir jetzt wechseln, das heißt, wir gehen jetzt hier nicht Projekte, sondern wir möchten ein Verkaufsprojekt daraus machen, dann sehen Sie hier jetzt die einzelnen Schritte, die Staaten, die wir vorher in den Einstellungen definiert haben. Das heißt, ich habe jetzt in diesem Datum, 23.10., Akquisitionsphase, kann ich hier dann den Text eingeben, die Bemerkungen, so dass jeder nachvollziehen kann, was hier gelaufen ist. Das heißt, Sie können dann weitere Staaten hinzufügen, sagen, hier sind wir schon in der Verkaufsphase und haben hier die Möglichkeit, auch wieder einen Text einzugeben. Innerhalb der Aktivitäten haben Sie weitere Möglichkeiten. Sie können hier zum Beispiel Dokumente reinziehen, die Sie hier pro Stufe ablegen können. Dann können Sie auch pro Stufe Fragebogen definieren oder Sie können auch weitere Word-Vorlagen hier hinterlegen, die automatisch dann entsprechend den Daten hier ausgefüllt werden. Wir können diese Aktivitäten nun speichern. Das machen wir hier mit dem Button. Und Sie sehen, diese Aktivität ist jetzt entsprechend dem Unternehmen hier, der EFACH AG, zugeordnet. Das heißt, Sie haben hier wirklich die volle Übersicht über das Unternehmen, die Inhalte, die Personen, die da dem Unternehmen zugeordnet sind und die entsprechende Aktivität. Wir können das Gleiche jetzt auch machen, indem wir jetzt auf die Person klicken. Sie sehen jetzt hier unter Personen, Manser Stefan, ist diese Aktivität auch aufgelistet. Nun gibt es hier ein neues Register, das heißt Aktivitäten, und hier finden Sie sämtliche Aktivitäten, die wir bereits erfasst haben. Damit Sie Aktivitäten je nach Stufe, Prozessstufe sehr schnell finden und eine gute Übersicht haben, haben wir hier ein interessantes Instrument entwickelt, das sind die Filter. Das heißt, Sie können hier sagen, jawohl, ich möchte jetzt hier zum Beispiel gerne wissen, welches meine persönlichen Aufgaben sind. Verantwortung, Aktivitäten zum Beispiel. Und hier suche ich mal Stefan Manser. Kann ich hinzufügen. Und ich hätte noch gerne gewusst, in welchen Stufen das zum Beispiel hier die folgenden Aufgaben sind und nicht der aktuelle. Ich möchte den letzten Status nehmen und hier zum Beispiel in der Offertphase. Das heißt, ich möchte jetzt alle meine Projekte sehen, die in der Offertphase stehen. Ist jetzt keines drin. Ich speichere das mal und speichere den Filter als Offertphase. Da mache ich einen neuen Filter, schließe den da und sage, ich hätte jetzt gerne alle Aktivitäten verantwortlich. Wieder Stefan Manser. Zufügen. Und ich hätte hier gerne Status, den letzten Status gleich nachfragen, nachfassen, besser gesagt. Zufügen, nachfassen. So, hier sind zwei Projekte. Das heißt, ich kann hier verschiedene Filter speichern, die dann hier direkt hinterlegt sind. Vielleicht möchte ich noch einen Filter machen, alle meine Aufgabe, ohne Status, gehe ich hin und sage, ja, Verantwortung gleich Stefan Manser. Schreibe meine Aufgabe und speichere den Filter. Hier sehen Sie sämtliche Aufgaben und ich kann hier jetzt hingehen und sagen, jawohl, hier eine neue Phase. Hier sind wir jetzt in der Offertphase und speichere das Ganze. Ich kann hier direkt über die Filter dann entsprechend die einzelnen Filter auswählen. Offertphase, die habe ich jetzt einen drin und hier nachfassen. Da sind zwei drin und meine Aufgabe, die sehe ich dann hier, vier Aufgaben, die ich jetzt noch zu erledigen habe. Damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, haben wir hier nach Buttons ein Cockpit generiert. Das heißt, Sie können sagen, ich möchte den gerne als Button haben, den auch und meine Aufgaben auch. So, jetzt haben Sie hier ein LAM, können Sie beschriften, sagen hier meine Verkaufsprojekte. Ich kann die sortieren, meine Aufgaben,
Nachfassen und Offert fassen. Das heißt, ich kann jetzt hier draufklicken und sagen, jawohl, sind meine Aufgaben zum Nachfassen. In der Offertphase habe ich eine Aufgabe und meine Aufgaben als Ganzes sind dann so dargestellt. Sie können das noch ein bisschen farblich kreieren. Offertphase rot, Achtung, da muss ich aufpassen, dass ich den Auftrag nicht verliere. Und beim Nachfassen hätte ich dann gerne da, das etwas in blau. Sie können hier beliebig viele Gelands definieren mit Buttons und können sich so die Aufgaben zusammenstellen, wie Sie das möchten. Sie haben mit diesem Tool, sprich mit diesem Aufgabenboard, wirklich eine sehr gute Übersicht. Sie sehen hier auf einen Blick sämtliche Status, was da gelaufen ist, sämtliche Dokumente würden Sie hier sehen, dann was ist besprochen worden, wer ist alles involviert mit Telefonnummer, die Sie dann direkt doppelklicken können, sofern Ihr PC an einer CTI-Schnittstelle angebunden ist.